Einen schönen guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon unterwegs. Und zwar geht es heute mal in die südliche Richtung, grob Richtung Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe. Und bei dem Wetter, auch wenn wir noch Minusgrade haben, wird das ein Bombentag. Also bleibt dran und schaut, was noch so kommt. Ja, jetzt hat mir das Navi gerade gesagt, 81 Kilometer über die Autobahn und dann noch, ich weiß nicht, 7, 8 Kilometer nebenher. Also erstmal entspannt rollen lassen. Ja, sind jetzt die letzten 4 Kilometer und es geht deutlich bergauf, wo man natürlich froh sein kann, diese geballte Power von 84 PS zu haben. Ich würde sagen, es geht entspannt voran. Und das ist auch gut so. Ja, ich bin jetzt angekommen an dem Wanderparkplatz Herkules. Hab eben alles hier nochmal richtig eingepackt, so wie es sein sollte. Oder verpackt. Und werde jetzt erstmal mit euch zu dem Denkmal des Herkules hochgehen. Es sind auch schon einige Leute hier. Aber bei dem Wetter ja auch kein Wunder. Ja, hier ist das Besucherzentrum Herkules. Ist leider noch verschlossen. Aber dort auf dem Plan steht zum Beispiel, wo man hier in der Umgebung noch überall hin könnte. Was ich eventuell dann gleich mit dem Fahrrad auch machen werde. Hier sieht man jetzt schön das Denkmal von der Seite schon. Nur mit der Sonnenreflexion, ich muss mal gucken, wo ich mich gleich am besten hinstelle, um das Ganze mal drauf zu kriegen. Weil es doch recht dunkel wirkt so. Ja, leider ist hier eine riesen Baustelle. Ist alles eingezäunt, aber es wirkt schon recht beeindruckend. So von der Art her, wie massiv das ist. Und wie natürlich es doch dabei aussieht. Mal schauen, wie weit man da rumgehen kann. An das Gebäude selber oder an das Denkmal kommt man, so wie es bis jetzt ausschaut, leider nicht. Und jetzt kommt ein Schwenk in die Ferne. Wenn das nicht mal ein Ausblick ist. Es ist noch leicht diesig Richtung Kassel. Aber hier hat man einen schönen Überblick über die Anlage. Ja, hier geht es jetzt so ein paar Stufen runter. Wenn das nicht beeindruckend ist. Ich habe es wahrscheinlich gerade schon mal gesagt, aber ich bin echt beeindruckt. Wow. Da unten ist das Schloss. Ja, ich werde gleich mal das Fahrrad holen und dann auch mal in Richtung Schloss und allem fahren. Es wird zwar eine ganz schöne Strampelerei wieder hier hoch, aber das wird es definitiv wert sein. Wow. Guckt euch das an. Und das Gute ist, es ist noch keine Menschenseele hier. Wenn ein Tag so beginnt, dann muss er doch gut werden, oder? Also hier die Wasserspiele werde ich mir definitiv im Sommer auch mal anschauen. Also das ist ja jetzt seit, ich glaube, 300 Jahren, habe ich vorhin gelesen, immer noch alles am Laufen. Da kümmern sich 6 Leute drum, dass das auch so bleibt. Und
Das Ganze funktioniert einfach nur durch Schwerkraft. Echt beeindruckend. Und jetzt gerade höre ich hier jede Menge Kraniche, glaube ich. Ja, man sieht sie da hinten durch die Bäume, aber das werdet ihr nicht sehen. Naja. Ja, dort sieht man sie ein wenig Richtung Sonne. Hier nochmal ein Blick auf den unteren Teil. Bin echt geflasht. Ja, ich kann das hier gar nicht alles so einfangen. Also, wenn ihr mal hier in der Gegend seid und die Gelegenheit habt, solltet ihr definitiv hier mal einen Stopp machen. Und da soll es ja noch einiges mehr geben hier in der Ecke. Daher werde ich wahrscheinlich am Ende des Tages restlos begeistert sein. Auch hier sieht es so aus, als wenn da in der Regel das Wasser runterläuft. Dann über diesen Tisch, nenne ich es einfach mal, hier runter und dann weiter. Ja, die Damen hier im Besucherzentrum Herkules, sehr freundlich, sehr entgegenkommend. Aber letztendlich geht es doch darum, Souvenirs zu verkaufen. Ich werde jetzt mal das Fahrrad holen und schauen, dass ich irgendwie einen Weg runterfinde. Das, was ich gesehen habe bis jetzt, war leider alles mit viel Treppen. Da habe ich ja weniger Interesse dran, weil ich das Mountainbike nicht mit habe, sonst würde ich auch da runterfahren. Aber mit dem Trekkingrad ist das eher ungünstig. Jetzt drehe ich erstmal eine Runde durch den Naturpark Habichtswald Richtung Waldgaststätte Silbersee. Und da geht es auch anständig bergauf, deswegen denke ich mir mal, da wird immer noch eine gute Aussicht haben. Also, warm trampeln. Ich muss zu meiner Schande ja gestehen, es ging jetzt nur 1 Kilometer hier den Berg hoch. Oder 1, und wie ihr meine Atmung hören könnt, ist mir die Wintersaison nicht gut bekommen. Ich fahre im kleinsten Gang und bin froh, dass es gerade ein bisschen ebener wird. Uiuiui. Aber herrlich so in der Sonne. Ja, das ist jetzt der Herkules-Warburg-Radweg. Und jetzt geht es im Prinzip 6 bis 10 Kilometer darunter, um da ins Tal zu kommen. Heißt natürlich im Umkehrschluss, ich muss nachher auch diese 6 bis 10 Kilometer wieder hoch. Also kalt wird mir definitiv heute nicht. Und immer wieder solche schönen Aussichtspunkte. Hier schön auf halbem Weg die Kaskadenwirtschaft Grieschäfer mit öffentlichen Toiletten, kleinem Biergarten. Alles, was so dazugehört. Und hier geht es auch durch Richtung Kaskaden. Die Leute genießen das Wetter definitiv. So, hier haben wir die nächste kleine Schönheit. Mal schauen, was da ist. Also da stand jetzt nichts weiter, das ist einfach nur so ein Unterstand. Schick. Durch das ganze links und rechts gucken habe ich wieder irgendwo das Schild verpasst, wo es lang ging. Und stand da jetzt gerade vor ewig vielen Treppen. Bin einfach mal rechts rum jetzt in den Wald rein, irgendwie geht es da auch wieder runter. So wie hier mit dem kleinen Wasserlauf. Dort ist wieder ein Teich. Und auf der anderen Seite ist auch ein Wasserlauf. Ist das hier in diesem ganzen Bergpark bis jetzt. Ist echt sehr schön hier. Man könnte meinen, man ist im Märchenwald hier.
muss hier echt durchgehend die Augen aufhalten. Oben auf so einem Hügel hier. Eine kleine Pyramide. Also bei der Kulisse brauche ich gar nicht mehr viel sagen, glaube ich. Hier noch einmal so ein Schwenk über das ganze Schloss. Dort auf der Seite ist auch noch mal ein Schloss. Da werde ich mal auf dem Rückweg schauen, ob ich da vielleicht so einen Schlenker fahre. Leider auch eingerüstet, aber außerhalb der Saison wird halt saniert. Nochmal die Seitenansicht von der Schlosskapelle. Also hier gibt es so viel zu sehen. Das Video wird wahrscheinlich viel zu lang werden für den einen oder anderen. Vielleicht mache ich auch zwei Teile draus, mal schauen. Aber es ist nun mal viel, was man hier entdecken kann. Ein Blick auf die alte Wache. Daneben Hotel und Restaurant. Also Schlosshotel. Und hier gibt es so eine kleine Runde ums Haus. Und dann gleich ein Blick nach Kassel. So, ich lümmel hier gerade ein bisschen in der Sonne und genieße den Blick darunter Richtung Kassel. Richtung Stadt werde ich jetzt nicht weiterfahren, sondern mich weiter Richtung Wald orientieren, sprich zu dem Schloss, was man da vorhin eingerüstet gesehen hat. Ich werde aber jetzt im Moment erstmal hier sitzen bleiben und das Ganze genießen. Das darf nämlich auch nicht zu kurz kommen, sonst wären solche Touren sinnfrei. So, ich lümmel hier gerade ein bisschen in der Sonne und genieße den Blick darunter Richtung Kassel. Richtung Stadt werde ich jetzt nicht weiterfahren, sondern mich weiter Richtung Wald orientieren, sprich zu dem Schloss, was man da vorhin eingerüstet gesehen hat. Ich werde aber jetzt im Moment erstmal hier sitzen bleiben und das Ganze genießen. Das darf nämlich auch nicht zu kurz kommen, sonst wären solche Touren sinnfrei. Ich höre die ganze Zeit hier irgendwo Wassergeplätscher, wie von einem kleinen Wasserfall. Kann natürlich auch täuschen. Und fahre die ganze Zeit kreuz und quer alle Wege. Ach hier. Da ist auch wieder ein Wasserlauf, der ein bisschen kräftiger ist. Ja gut. Ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen größerer Fall, aber das ist nur hier so ein kleines Stück. Aber auch sehr schön wieder. Ja, auf halber Strecke hat man ja schon mal einen schönen Blick auf den Turm. Das gibt noch eine Quälerei bis ganz oben. Hui, jui, jui. Also, mein Fazit nach knapp 20 Kilometern hier im Bergpark Wilhelmshöhe ist, dass man hier besser wandert als Fahrrad fährt. Oder eventuell mit dem Mountainbike. Aber das sind Steigungen, nicht mehr fahrbar hier, weil das Vorderrad die ganze Zeit hochgeht. Kann man immer schlecht erkennen hier, aber das ist schon deutlich steiler als 18%, würde ich sagen. Ja, ich bin jetzt hier an dem Schloss angekommen. Mal die Seite, die nicht eingerüstet ist. Hat was von so einem kleinen Gespensterschloss. Könnte auch in Schottland wahrscheinlich irgendwo stehen. Aber hat echt klasse. Dort oben sieht man das Herkulesdenkmal. Sieht doch klasse aus. Aber das heißt auch, da muss ich noch hoch.
Ein weiterer Wasserfall hier im Bergpark. Ja, wie ihr seht, bin ich an meiner Betty wieder angekommen. Es ist kurz vor eins. Ich werde jetzt erstmal was zu essen machen. Dann lesen, ein bisschen die Füße hochlegen, danach einen Kaffee und dann geht's weiter. Aber für euch endet dieses Video hier. Also daher macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Euer Markus.